kein Konzept, Monetarisierung ist weg. Also würde es mich auch freuen, wenn ihr folgendes checkt: Gaming Cards, Mario Kart, kein Konzept, legendär und die Kids wollen News. Easy. Twitch und Limit. Heute zeige ich euch, wie es abläuft, wenn ich ein Video schneide. Schritt 1: Twitch Clips öffnen. Ich möchte nicht mehr bei irgendwelchen Clip-Compilations zu sehen sein. Also. Wish we could turn back time to the good old days. Schritt 2. Inaktiv werden, weil es keine guten Clips gibt und weil. Doch plötzlich wie aus dem Nichts kam ein guter Clip. Schritt 3. Hoffnung. Koks ist auch schlimm, aber Koks zähle ich nicht auf eine Ebene mit Kokain. Danke, Monte. Schritt 4. Sehen, dass Hugo den Clip verwendet hat und wieder inaktiv werden. Bitcoin donated hier. 500 Euro. Danke dir von ganz Herzen. Kuss geht raus. Danke für den ganzen Support von euch. Die können sich da vor der Tür, also die können sich nicht bewegen, ohne dass sich einer von uns beiden, weil wenn er mittig in der Tür steht. Also ich habe schon den Eindruck, dass sie leidet. Ja, natürlich leidet die. Das tut ja wahrscheinlich verdammt weh. Wenn ich mir vorstelle, das wäre eine Freundin von mir oder das wäre meine Tochter oder so. Das, also das ist gar nicht schlimm, ich will nicht. Das Argument sieht immer nicht. Ich stell dir vor, das ist deine Schwester. Ja, ist es aber nicht. Was aber wenn doch? Der Blick auf solche Videos ändert sich, wenn du die Person darin kennst. Ja, Digga, natürlich ändert sich der Blick, aber man kennt sie ja einfach nicht. Also das, ich finde dieses Argument auch einfach schwammig zu sagen, aber was ist, so das ist halt, weiß ich nicht, genauso wenn man früher irgendwie vielleicht Witze über 9-11 gemacht hat, dann sagt man ja, stell dir mal vor, dein Vater wäre da gestorben. Ist er auch und er war vorher der beste Pilot in Afghanistan. Zu viel Geld im Casino verbrannt, keine Kohle mehr zum Heizen. Carsten, stream erstmal regelmäßig, Digga, bevor du mich wieder vollquatscht. Oder die sehen heftig aus. Ich sag dir ehrlich, guck mal. Ich sag dir ehrlich, die sehen heftig aus. Die Schuhe sind extrem hässlich. Halt's Maul, wer war das? Der relevante Fashion-Boss. 900 Euro, das ist so viel Geld. Wir können hier so ein richtig krankes Luxuszimmer bauen. Hier ist doch schon mal ein Bett. Du meinst, du wolltest das sagen? Ja, ich weiß nicht. Ein komplettes Zimmer mit 900 Euro einrichten ist schon nicht ganz, also weiß ich nicht, ob das sehr viel Geld ist. Also es geht, aber es ist nicht sehr viel Geld, oder? Ja, du gut, sagen, du bist auch Umatra, das ist noch was anderes. Würdest du sagen, wie viel hat denn deine Inneneinrichtung von deinem Zimmer gekostet, von deinem Schlafzimmer? Mein Schlafzimmer ist nur ein Bett drin. Okay, und das hat wie viel gekostet? Achso, beim Bett sollte man nicht sparen. Wir können nicht reden, weil du nicht meinen Status hast. Ja, das erste fand ich krass. Das erste war krass, zeig nochmal. Boah, da kriegt man irgendwie schon einen miesen Boner. Du nicht, oder was? Doch, irgendwie schon. Ja, siehst du, sag dann, lach nicht. Aber ich weiß nicht, wieso. Hey, ist mega sexy irgendwie. Ich werd Model und scheiß auf dein Homo-Job. Denn wenn ich sagen, ist er auch so wie... Ist das eigentlich Hinata hier im Hintergrund? Ist das ein Display oder ist das ein Poster? Digga, Hinata, so eine geile Sau. Wo ich meinen Führerschein hatte und irgendwann dann... What's on? Komm jetzt hierher. So, jetzt habe ich dich aber. Die ganze Zeit, seit Wochen fliegst du hier rum. Du Hurensohn. Jetzt habe ich dich. Oh, guck mal, mein Stuhl kann sich bewegen. Ui. Das macht so Spaß. Aber nur, wenn die Donations reinkommen. Ach, guck mal, das ist eine junge Familie. Das ist immer das Schönste, dass man jemanden Tesla sucht. Ja, guck mal, wir fahren Tesla. Oh Mann, du bist aber so unangenehm immer. Na, man muss sich doch auch mal zeigen. Das ist immer das Schönste, auch in meinen Streams, wenn ich mit dem Tesla unterwegs bin, weil du hast diese Distanz zu den Leuten. Und wenn sie dir dann irgendwas Maul bieten. Wir fahren Tesla! Drauf. Wer auch gerne möchte, einfach gerne nochmal bei Instagram schreiben oder... So, bin ich nicht allein, das Arschloch hier. Ich wollte gleich fragen, ob du bitte aufgehen kannst. Ob ich aufgehen kann? Ja, genau, bitte. Ja, du, das wäre überhaupt kein Problem, das kann ich sehr gerne machen. Jo, perfekt, haust du. Wieder mal kein Konzept, Videos, die keiner checkt, check die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt, täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonniert kein Konzept oder Big Mac Bun den Weg. Wegen TikTok, ja, als